Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Undertale und Stevie ist aus dem Urlaub zurück. Es geht weiter mit Videos. Alle, die auf Twitter sind, wussten oder wissen ja, dass es jetzt mit erst mit Undertale weitergeht und nicht wie anfangs gedacht mit Keep Talking and Nobody Explodes. Einfacher Grund dafür, wir hatten leider nicht Zeit, neue Folgen aufzunehmen, aber ich hoffe, bis nächste Woche kriegen wir das auf die Reihe. Aber wir machen jetzt natürlich erstmal hier bei Undertale weiter. Hab auch noch ein bisschen an den Einstellungen hier rumgeschraubt, dass der Controller vielleicht nicht ganz so empfindlich ist. Und hier bei der Maus war mal stehen geblieben, genau. So. Und eine unverbundene Mikrowelle. Die Einstellungen sagen nur Spaghetti. Oh, eine Notiz von Papyrus. Mensch, bitte genieße diese Spaghetti. Achso, und falls du es nicht wusstest, diese Spaghetti ist eine Falle. Die dafür gemacht wurden, um dich abzulenken oder heranzulocken. Zu locken, okay. Und während du damit beschäftigt bist, sie zu essen, wirst du nicht merken, dass du überhaupt nicht mehr im Spiel voranschreitest. Und damit siegt der große Papyrus erneut. Papyrus. Okay. Ja, der hat nur das kalte Wetter nicht gegessen. Nicht dran gedacht. Aber ja, mal gucken. Jetzt haben wir hier ein schönes Warning. Yes, you read that correctly. Hundeheirat. Okay. Aber vor allen Dingen, du liest das Schild nochmal und dann steht da, ja, du hast richtig gelesen. Hundeheirat. Aber zumindest wirklich vom Urlaub her war das der beste Urlaub, den ich bisher hatte. Hatte ich quasi. Oh, bevor ich weiter erzähle, Ice Cap, den weiß ich, aber Jerry came too. Wer ist Jerry? Check. No, Jerry, makes it in. Ah, jeder kennt Jerry, er greift 2 Sekunden länger an. Aber das mit dem Controller ist schon viel besser. Ich habe nämlich die Sensibilität mal ein bisschen runtergeschraubt. Gut, dich ignorieren mal. Und nämlich quasi von meinem Dings, da haben wir im Prinzip. Achso, der Jerry sorgt nur dafür, dass die Angriffe an sich länger gehen. 2 Sekunden. Okay. Dann bin ich nämlich schon nach einem Extra gewartet. Und jedenfalls erstmal ganz normal mit angekommen, wo man da unten in Fulda in der Ecke mit waren. Das war schon mal übelst die bergige Region. Ganz anders als hier im flachen Brandenburg. Halt, nicht fight. Ditch, you and the other monsters ditched everything. Ah, okay. Und oh, da ist ein Schalter versteckt im Schnee. Klick. Geht auch, also, wo man dann quasi zum ersten Mal habe ich Lasertag gespielt. Das ist so ein geiler Sport. Also, falls das noch jemand nicht gemacht hat, kann ich nur empfehlen, macht das mal. War man noch bei Subway im. Oh, okay. Dann Dings bei KFC, im Kino haben wir geguckt. So eine Art Sneak Peek, wo du aus 5 verschiedene Filmtitel hast und solange der Film nicht anfängt, weißt du nicht, was kommt. Also ist wirklich reine Überraschung. Was ist dieser Geruch? Woher kommt dieser Geruch? Wenn du dieser Geruch bist, identifiziere dich. Okay. Hier ist dieser seltsame Geruch. Irgendwie verleitet er mich dazu, es zu eliminieren. Dich zu eliminieren. Eindeutig Hundeheirat. Was mit Dr. Gösser knows only what. Der weiß nur, was er riecht. The fuck? Okay. Die schnüffeln sich permanent an. Nein, ich wollte ihn nicht untersuchen. Ja, wie soll man da denn ausweichen? Hallo? Pet? Ach so. Ah, hier unten durch, okay.
Scheibenkleister. We sniff, dog sniff you again. Smell just as weird as before. Shit. Das erste Mal, dass ich Game Over gegangen bin. Du kannst noch nicht aufgeben, Stevie. Bleib fokussiert. Und da sind wir wieder am Speicherpunkt. Aber ja, ich weiß noch nicht, was dieser Schalter hier machen soll. Den braucht man nämlich einfach nur so loswerden, dann hast du den schon mal los. Nee, aber auch einfach, auch wenn es verdammt weit weg ist, weil wo man dann drüben noch in Frankfurt haben wir dann noch hier den Spump und den Manuel mitgetroffen. Wow. Und einfach zu wissen, dass man wirklich so gute Freunde hat, auch wenn sie weit weg sind, das ist einfach so ein super tolles Gefühl. Dass man einfach über Gott und die Welt reden kann, Blödsinn macht. Und ja. Von daher, alles in allem, der Urlaub war wirklich richtig klasse. Und wer weiß, vielleicht nehme ich das nächste... Also ich habe jetzt aber keine Aufnahmen irgendwie von gemacht. Sondern, wer weiß, vielleicht... Genau. Vielleicht mache ich ja beim nächsten Mal irgendwie mal einen Vlog draus. Mal gucken. Weil das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben. Plus leider hat Helge gefehlt, aber... Ja. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Gut, 25 Gold haben wir da. Was der Schalter macht, keine Ahnung. Und was sagt mir diese Karte hier? Ich meine, ja, okay, die sagt mir, dass der Schalter da oben liegt, aber... Wirklich weiterbringen tut er mich jetzt auch nicht. Hallo Hündchen. So, wie gehe ich euch am besten an? Rumrollen. You wanna run in the dirt and snow? You smell like a weird puppy. Okay. Also ich rieche schon mal wie ein Hund. Das ist nämlich der Weg, wie man ausweicht. Alles klar. What do we smell you? Sniff? Sniff you again? After rolling in the dirt? Smell all right. Ach so, alles klar. Also erst im Dreck wühlen und dann nochmal die riechen lassen. Dann ist es in Ordnung. Alles klar. Okay, jetzt habe ich den gestreichelt, jetzt muss ich noch seine Frau streicheln. Nur dabei natürlich nicht sterben, wenn möglich. Pet. Ja, das ist möglich. Hup. Und tschüss. Hunde können andere Hunde streicheln? Achso. Hunde können andere Hunde streicheln? Eine völlig neue Welt hat sich vor uns eröffnet. Danke, seltsames Hündchen. Ich bin aber kein Hund. So. Ich sehe gut aus, weil ich Eis gegessen habe, alles klar. Was soll man hier machen? Verwandle jedes X in eine 0. Drücke dann den Knopf. Ist ja nicht schwer. Was? Wie hast du diese Falle vermieden oder gelöst? Und dieses Rätsel gelöst? Und viel wichtiger, ist ja noch irgendwas für mich übrig? Ach so. Was sagst du, Papyrus über die Spaghetti? Du hast sie gegessen oder hast du es zurückgelassen? Ich hab's zurückgelassen. Wirklich? Wow. Du hast dem Geschmack von heimgekochten Nudeln, von heimischen Nudeln widerstanden? So, dass du es mit mir teilen könntest? Wusste ich doch, das war die gute Wahl. Ach so, Fred heißt ärgern, okay? Ärgere dich nicht, Mensch. Ich, der Oberchef Papyrus, werde dir alle so viel Nudeln herstellen oder kochen,
So viel du möchtest. Das ist ja doch ein guter. Da hat nämlich auch einer von euch in den Kommentaren geschrieben, dass er eigentlich ein guter ist. Mein Bruder hat... Achso, ich habe von denen auch eine Stimme gehabt. Mein Bruder hat vor kurzem eine Sockensammlung angefangen. Wie genugtuend. Manchmal frage ich mich, was er machen würde, ohne so einen coolen Kerl wie mich, der auf ihn aufpasst. Also will er mich nicht mehr fangen, sehr schön. Mensch! Wie sage ich das? Du hast so lange hergebraucht, um... so lange gebraucht, um herzukommen, also... habe ich mich dazu entschieden, dieses Rätsel zu verbessern. Um den Schnee so aussehen zu... mehr nach meinem Gesicht aussehen zu lassen. Unglücklicherweise ist der Schnee auf dem Boden festgefroren. Also ist die Lösung nun anders. Und wie üblich ist mein fauler Bruder nirgendwo zu sehen. Ich glaube, was ich versuche zu sagen ist, hab keine Angst, Mensch. Ich, der große Papyrus, werde dieses Konundrum für dich lösen. Dann können wir beide voranschreiten. Inzwischen fühle dich frei, meine Rätsel auszuprobieren. Ich werde auch mir nicht die Antwort entlocken lassen. Okay. Okay, wenn man hier jetzt... Gut, damit du alle Dings bekommst, warte mal. Dann müsstest du so auf jeden Fall schon mal... Ich glaube, ich... So ist es! Ich hab's! So. Hat es ein bisschen länger gedauert. Wow! Du hast es gelöst! Und du hast es gemacht ohne meine Hilfe. Unglaublich! Ich bin sehr beeindruckt. Du musst dich um diese Rätsel genauso wie ich kümmern. Also, bin ich mir sicher, du... Du scheinst diese Rätsel genauso zu lieben wie ich. Also bin ich sicher, wirst du die nächsten... wirst du das nächste Rätsel genauso lieben. Es könnte sogar vielleicht zu einfach für dich sein. Jetzt bitte nicht noch so ein schweres. Gute Arbeit. Du hast echt gute Arbeit geleistet, dieses Rätsel so schnell zu lösen. Du hast nicht mal meine Hilfe gebraucht. Was natürlich großartig ist. Weil ich es liebe, absolut gar nichts zu tun. Ich wusste nicht mal, dass Hans mit dir steht, aber cool. Dürfen wir jetzt mal abdancen? Hey! Es ist der Mensch. Du wirst dieses Rätsel lieben. Wie schon gesagt. Es wurde von dem großartigen Dr. Alphys gemacht. Siehst du diese Teile? Sobald ich diesen Hebel umlege, werden sie anfangen, ihre Farbe zu ändern. Jede Farbe hat eine andere Funktion. Rote Teile sind unpassierbar. Du kannst nicht auf ihnen laufen. Gelbe Teile sind elektrisch. Sie werden dich elektrifizieren. Grüne Teile sind Alarmteile. Wenn du auf sie trittst, wirst du ein Monster bekämpfen müssen. Orange Teile sind... Orange... Scented? Also orange anziehend? Sie werden dich gut riechen lassen. Blaue sind Wasserteile. Schwimm durch sie, wenn du möchtest, aber wenn du wie Orangen riechst, werden dich die Piranhas beißen. Also, wenn ein blaues Teil neben einem gelben ist, also ebenfalls würde ich das blaue, wenn ein blau neben einem gelben ist, würde ich das gelbe elektrifizieren, wenn du im Wasser bist. Oh. Lilane Teile sind... Oder lilane Flächen sind... Kästchen sind... ja, rutschig. Du wirst zum nächsten Kästchen rutschen. Wie auch immer, die rutschige Seife riecht wie Limon. Also wie Lemon ist doch, glaube ich, Zitrone, ja. Welche Piranhas nicht mögen. Lila und Blau sind okay. Und zu guter Letzt die Pinken. Alter, ich bringe das alles so durcheinander. Pink. Sie machen überhaupt nichts. Tritt so auf sie rum, wie du möchtest. Hast du das verstanden? Ich schreibe mir das nochmal kurz auf. Warte mal. Okay. So, warte mal. So, jetzt habe ich hier erstmal meine
Liste und ich hoffe, dass ich damit hier durchkomme. Schauen wir mal. Jetzt habe ich sie verstanden. Großartig. Dann gibt es noch eins zu tun. Dieses Rätsel ist komplett random. Also zufällig. Zufallsgeneriert. Wenn ich diesen Hebel ziehe, wird es ein Rätsel kreieren, das noch nie zuvor jemand gesehen hat. Nur nicht einmal ich weiß die Lösung. Mach dich bereit. Und ist alles pink. Oder kaputt. The fuck? Wurz. Ich hab's echt schon fast geahnt, wenn so eine verdammt lange Anleitung kommt, dass das alles für die Katz ist hier, Alter. Mann. Die Maschine funktioniert nicht. Um genau zu sein, dieses Spaghetti von erst. Es war nicht zu schlecht für meinen Bruder. Ach nee, sie haben gar nicht mal so schlecht geschmeckt. Seit mein Bruder Kochunterricht genommen hat, hat er sich häufig sehr verbessert. Wenn er so weitermacht, wird er nächstes Jahr vielleicht etwas machen, was man sogar essen kann. Ja, so viel dazu, ne? Dieser Hund starrt unaufhaltsam in den Schnee, darauf warten, dass er sich in Kunst verwandelt. Gut, aber hier erstmal speichern? Zu wissen, dass dieser Hund niemals aufgeben wird, den perfekten Schneehund zu machen, füllt dich mit Bestimmung. Hier speichern wir erstmal am Hundehaus und sehen uns dann in der nächsten Folge von Undertale wieder. Aber ohne Witz, so eine kniffligen Rätsel, ich hätte das so gerne gemacht. Mann. Eigentlich diese Zahl da hinten, diese 362. Ist die für irgendwas wichtig? Sagt mir das mal in den Kommentaren bitte. Ansonsten sehen wir uns soweit in der nächsten Folge wieder und es geht regelmäßig weiter wieder mit Videos und natürlich noch großartigen anderen Projekten, die geplant sind, aber von denen ich noch nichts verrate, bis sie wirklich fertig sind. Bis dahin, mit eurer U-Doppel-K zurück im Dienst. Tüdelü!